Hallo, herzlich willkommen in der Lego-Welt. Heute sanieren wir die Chaoszone. Denn seit die Plagegeister und die Plageautos nicht mehr vom Himmel fallen und die ganze Stadt verwüsten, brauchen wir das Aquarium nicht mehr. Es hat gute Dienste geleistet, aber jetzt können wir hier eine ganz normale Fläche wieder machen und eine interessante Nutzung zufügen. Ja, das Wasser zu löschen ist ziemlich mühselig. Da gibt es kein richtiges Werkzeug für. Ja, das ganze Wasser muss weg, sonst gibt es später wieder Hudelei hier. Erstmal haben wir dann immer das Geräusch von fließendem Wasser. Das ist dann total störend. Muss aufpassen, dass ich meine Würstchenbude hier nicht kaputt mache. Das wäre ja sehr ärgerlich. Ja, ein mühseliges Projekt. Vor allen Dingen, es bleiben immer noch Wasserreste. Ja gut, ich fülle mal weiter die Lücken. Ja, das Riesenloch ist jetzt grob gestopft. Jetzt trage ich noch ein bisschen ab. Und löschen. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, den Rest versuche ich mal mit meiner Baumaschine zu machen. Mit unserer Dampfwalze. Die macht dann sofort auch schöne Einerkacheln, die wir für die Straße oder für alles Mögliche gebrauchen können. Einmal die Space-Taste gedrückt. Naja, nicht schlecht.
So kriegen wir eine schöne glatte Fläche wieder hin. Ja, fantastisch, dass ich das mal wieder hinkriegen würde. So, jetzt noch ein bisschen Handarbeit. Da ist ein dickes Loch. Das Würstchen, der Senf ist unbeschädigt. Die Türe hat's erwischt. Ich glaube, ich mache das alles hier weg. Es wird einfacher sein. Oh, der Fußboden ist da auch hochgekommen. Oh, hier ist doch etliches kaputt gegangen. Voll durchs WC. Die tanzen neuerdings, wenn die in der Nähe von Lava sind. Apropos Lava, hier ist auch eine ganze Menge passiert. So ist es einigermaßen repariert. Ich glaube, die Farbe stimmt noch nicht genau. Ja. Dann hielt sich ja der Schaden in Grenzen. Hier noch ein paar Löcher stopfen. So, ich glaube, es ist alles gestopft. Okay. Dann noch mal einmal mit der Maschine drüber. Die Noppen scheint er nicht wegzumachen. Dafür haben wir natürlich unser Spezialgerät. Der Noppenwegmacher. Aber wir machen das anders, denn ich hätte da gerne diese Einzelsteine, damit das Muster nachher stimmt.
Einmal drüber fegen. Okay, nicht zu pingelig sein. Ich habe mir auch überlegt, was wir hier Schönes machen. Diese Kante wurde ja ziemlich vernachlässigt bis jetzt, ja notgedrungen durch den Chaos. Vorher war ja hier eine kleine Häuserkolonie, so Einfamilienhäuschen. Weil das hier ziemlich zentral ist, an dem Parkhaus habe ich mir überlegt, im nächsten Film bauen wir hier einen Busbahnhof. Das ist schön, die Leute können ins Parkhaus fahren, dann steigen sie in den Bus ein und der Bus fährt sie überall in der Stadt rum. Ja, das Größte haben wir erledigt. Wir machen hier noch ein paar kleine Reparaturen, werden dann einen kleinen Park oder einen Brunnen machen, damit dieses Wassergeräusch, was man teilweise dann aus dem Untergrund hört, auch legitimiert wird. Jetzt repariere ich nochmal kurz ein paar Sachen hier, bringe die Straßen in Ordnung, damit das wieder den ursprünglichen Charakter hat. Hier haben wir jetzt eine schöne neue Rundung. Die hatten wir bisher noch nicht. Ja, man hatte mir mal empfohlen, am Flughafen zum Beispiel Rundungen besser die Steine hier zu benutzen. Wir haben ja runde Steine. Aber was passiert, wenn ich das mache? Jetzt habe ich sie eingelassen. Wenn man sie hochgucken lässt, so wie hier, passiert das auch. Also die Rundung, man kann durchgucken, die Textur verschwindet und man guckt auf ein paar Steine im Untergrund. Normalerweise ist das ja voller Steine hier, aber so sieht man mal hinter den Kulissen. Aber diese Rundungen sind, wie gesagt, nur ja, sehr spärlich zu gebrauchen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich euch gezeigt habe, wie die Chaoszone verschwand. Denn es ist mir immer wichtig, wenn ich so riesen Änderungen mache, dass ihr dabei seid. Nicht, dass beim nächsten Film auf einmal kein Aquarium, keine Chaoszone mehr da ist und man fragt sich, wieso. Also, so super interessant war dieser Film im Allgemeinen nicht. Er hat einfach ein Loch zugebuddelt und eine neue Straße gebaut. Aber damit man weiß, warum und so, fand ich den Film persönlich doch gut. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten und wir sehen uns im nächsten Film. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.